Fidem vestram in Deum unum et trinum, et fidelitatem in sanctam ecclesiam. Der Papst lädt nun die Kardinäle ein, ihren Glauben zu bekennen. Bekennt nun vor dem heiligen Volk Gottes euren Glauben an den dreieinigen Gott und euer Treue gegenüber der heiligen katholischen und apostolischen Kirche. Et in Jesum Christum, Filium Eius Unicum, Dominum Nostrum, qui conceptus est de Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celus, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est judicare vivus et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen. Soweit das Credo der neuen Kardinäle.